Istanbul, der Brückenschlag zwischen Ost und West. So wirbt die türkische Metropole um die Olympischen Sommerspiele 2020. Die ersten Spiele in einem weitgehend von Muslimen bewohnten Land. Wie immer geht es nicht nur um Sport, sondern auch um ein Konjunkturprogramm und internationales Ansehen. Istanbul hat die volle Unterstützung der Regierung. Die Republik Türkei mit all ihren finanziellen und administrativen Mitteln steht voll hinter der Bewerbung. Aber der Weg zu Olympia 2020 ist für Istanbul mit Hindernissen gespickt. Etwa die Staus, in denen die 15 Millionen Bewohner der Metropolregion regelmäßig festsitzen. Eine bessere Verkehrsführung soll her, mit 4 großen Olympiazonen für die Wettkampfstätten entlang des Bosporus. Eine dritte Brücke ist im Bau, ebenso neue U-Bahn-Linien. Und ein dritter Flughafen ist geplant. 16 Milliarden Euro soll das alles kosten, aber es gibt reichlich Skepsis. In Istanbul gibt es keinen Nahverkehr, wir sind Stunden von A nach B unterwegs und wir sind im Sport nicht mal so gut. 4-mal hat sich Istanbul vergeblich um Olympia beworben. Für 2020 galten die Türken lange als Favorit. Doch die Welle von Protesten um den Taksim-Platz und die harte Reaktion der Behörden könnten auch die 5. Kandidatur zum Scheitern bringen. Das würde allgemein als neue Demütigung für ein Land empfunden werden, das sich seit Jahren bemüht, sein Image zu verbessern, sich zu entwickeln, in einer Modernität, die mit dem Islam in Einklang ist. Dem Image und damit auch der Olympiabewerbung von Istanbul haben die Einsätze gegen Demonstranten sicher nicht geholfen. Schließlich hat es parallel zu den Protesten hier Demonstrationen gegen teure Stadien gegeben. Ausgerechnet im sportverrückten Brasilien. Dort finden die nächsten Spiele 2016 statt.